Herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich bin Axel Voss und ich spreche mit meinen Gästen unter anderem über Spiritualität, Lebenskunst, ästhetische Erfahrung und Persönlichkeitsentwicklung. Heute bin ich zu Gast bei Roland Ropers. Roland ist Religionsphilosoph, er ist Kontemplationslehrer und er ist spiritueller Sprachforscher. Roland, ich freue mich unheimlich, dass das heute klappt mit uns. Freue mich auch riesig. Wunderbar. Roland, du hast den Begriff der Kardiosophie geprägt. Ja. Wollen wir damit einsteigen? Da steigen wir mit ein. Erzählen. Es ist ganz interessant. Dieser Begriff ist mir vor, sage ich, über 10 Jahren plötzlich zugefallen, wie mir viele Begriffe zugefallen sind. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es den Begriff in der Weltsprache nicht gab. Wir haben ja viele Kardiologen in der ganzen Welt, die sich mit Herz befassen. Und ich habe gedacht, warum haben sie über die Weisheit des Herzens keinen Begriff geprägt? Über die Weisheit des Herzens wurde immer schon gesprochen, aber den Begriff Kardiosophie gab es nicht. Ja? Ich habe ihn auch in Englisch geprägt, Kardiosophie. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann eingefallen, dass wir von dem Denkmuster von René Descartes, cogito ergo sum, ja, ich denke, also bin ich, auf eine andere Bewusstseinsstufe kommen müssen und habe dann das Wort geprägt, recordor ergo sum. Ja. Ich kehre zum Herzen zurück, also bin ich. Und das ist ein sehr spannendes Wort, das Wort recordari, ein Deponens in der lateinischen Sprache, heißt eigentlich, wenn du im Wörterbuch nachguckst, sich erinnern. Ja. Aber eigentlich bedeutet es aus meiner etymosophischen Überzeugung die Rückkehr zum Herzen. Und da sind wir genau an dem Punkt, die größte Erinnerungskraft liegt bei uns im Herzen und nicht im Gehirn. Wir haben ja das Auswendiglernen in der englischen Sprache bezeichnet mit Learning by Heart und nicht Learning by Brain. Im Französischen apprendre par cœur, sich zu Herzen nehmen. Und das Wort auswendig bedeutet überhaupt gar nichts. Ja. Wir müssen inwendig lernen, aber nicht auswendig. Ja. Wir sind aber inwendig gar nicht zu Hause. So, jetzt haben wir ein übertriebenes Datenkonzept, das nennen wir Lernen. Ja. Aber dass die Erinnerung eigentlich im Herzen stattfindet, ist das eigentlich das größte Geheimnis. Und da müssen wir wieder hin. Und deswegen glaube ich, dass der Herzraum nicht nur der rein physiologische, organische Bereich entscheidend ist, sondern im Herzen gibt es ein viel größeres Erinnerungsfeld, was wir wieder berühren müssen. Und dafür brauchen wir auch den spirituellen Weg, der nach innen führt und der nicht auf der intellektuellen Ebene nach irgendwelchen Weltlösungen sucht. Wir sind ja jetzt in einer Weltkrise angekommen. Ja. Corona zeigt uns ja, dass wir möglicherweise neu fühlen müssen, nicht neu denken müssen. Und ich begrüße eigentlich Corona, weil wir in einer apokalyptischen Welt jetzt leben, die Nicht-Untergang bedeutet. Die meisten Journalisten in den Mainstream-Medien reden ja dann apokalyptisch im Zusammenhang mit Untergang. Das Wort Apokalypse bedeutet Enthüllung und Nicht-Untergang. Es kommt jetzt jeden Tag mehr und mehr ans Licht. Es werden Dinge enthüllt wie nie zuvor. Und das können wir ja nur begrüßen. Ja? Egal, was passiert. In allen Bereichen des Lebens erleben wir täglich mehr und mehr Enthüllung. Und das finde ich großartig. Das ist eine Riesenchance natürlich. Und wir merken ja auch, dass die Verbindung vom Herzen weg uns irgendwo verloren gegangen ist. Also wir haben keine richtige Verbindung, weil wir quasi nur noch im Logos leben. Und dieses Spüren, auch dieses in sich Spüren, also das, was wir mit Spiritualität verbinden, das ist immer weiter verloren gegangen oder ist es kommerzialisiert worden? Das Wort Spiritualität wird in meinen Augen auch völlig falsch oft gedeutet. Ja? In diesen esoterischen Zirkeln, wo viele den Wackelkontakt im dritten Auge mit Erleuchtung verwechseln, das ist natürlich nicht mit Spiritualität gleichzusetzen. Dieses Wort Spiritus, der Geist, der große Geist des Kosmos, mit dem muss ich wieder in Kontakt kommen. Ja. Im Griechischen ist es das Wort Pneuma.
Und wir haben ja eine Dreiteilung von Körper, Seele und Geist. Mhm. Wir leben in einer Dualität immer noch von Körper und Seele. Das ist Psychosomatik im Griechischen. Mhm. Der pneumatische Anteil, der spirituelle Anteil, ist überhaupt nicht integriert. Ja. Sonst hätten wir Pneumatologen, das sind aber die Lungenfachärzte. Mhm. Eigentlich sind es, wären es die Spirituellen. Ja. So, der Psychiater zum Beispiel, der hat ja mit der Psyche zu tun, mit der Seele. Mhm. Aber nicht mit dem Geist. Mhm. Es gibt keine Geisteskrankheiten. Meine ganz klare Definition und Erfahrung, auch die ich als Zusage an die Menschen immer gebe, die Seele kann krank werden, der Körper wird krank, der Geist nicht. Mhm. Weil ich aber in dem geistigen Bereich noch nicht zu Hause bin, habe ich mit der Dualität von Körper und Seele jeden Tag zu tun, und könnte relativ schnell befreit werden, wenn ich den innewohnenden Geist in mir befreie. Der lebt nicht außerhalb von mir. Ja. Zu dem haben wir keinen Zugang. Mhm. Dann würden wir auch von einer Dualität in eine Polarität kommen, um die Zusammenhänge auch besser zu erkennen. Nein, wir kommen dann in eine transzendente Dreieinheit. Ja. Also die Polarität kann ich nicht auflösen. Also wir leben in einer polaren Welt. Ja. Ganz völlig in Ordnung. Mhm. Hell und dunkel und gut und schön, wie auch immer. Aber darüber hinaus gibt es eine Weltwirklichkeit, die nicht polar ist, obwohl ich die Polarität da nicht aufgebe. Ich transzendiere ständig die Polarität und erhalte sie aber gleichzeitig lebendig. Ja. Und das bedeutet Leben. Mhm. Leben hat keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Wir reden ja immer, leider Gottes, immer noch sehr fälschlich von Leben und Tod als Gegensatz. Mhm. Das Leben hat kein Gegenteil. Die Dualität und die Polarität ist immer Geburt und Tod. Ja. Und das Leben hat keinen Anfang und kein Ende und umfasst beides gleichzeitig. Mhm. Und in diese Lebenswirklichkeit müssen wir eintauchen. Das bedeutet Spiritualität. Und dann bewege ich mich auch nicht mehr, also Untergang des Abendlandes, auf den Tod zu und auf den Untergang zu, sondern ich bewege mich ständig auf das Leben zu, nicht auf mein, auf das Leben zu. Der bedeutet auch der Tod für mich kein Übergang in ein anderes Leben, sondern der Tod bedeutet dann ein Wiedereintritt in die viel größere Lebenswirklichkeit, die ich möglicherweise durch die vielen Ablenkungen des täglichen Lebens nicht aufgespürt habe. Ja, überleg mal, was das mit den Menschen machen würden, wenn sie es erkennen würden und auf dieser Furcht kämen. Ja, sie müssen von der Angst raus. Wir leben jetzt in einer Angstfalle. Ja. Mhm. Und wir wissen heute aus der modernen, also in den letzten Jahren hat sich das so ergeben, dass man das Wort Liebe der Angst gegenüber gesetzt hat. Man hat ja lange in den religiösen Begriffen von Hass und Liebe geredet als Gegensätze. Und heute wissen wir, dass die Liebe das Gegenteil von der Angst ist. Nicht die reine sexuelle, affektive Liebe, sondern diese große kosmische Liebe. Mhm. Und dieses Liebesbewusstsein bedeutet, das Vertrauen in den größeren Kosmos zu entwickeln. Wir haben mit dem Kosmos gar keinen Kontakt. Ja. Wir wollen ja alles beherrschen. Wir werden immer die Verlierer sein, wenn wir die Demut vor dem noch Größeren aufgeben. Das bedeutet nicht, dass wir einen persönlichen männlichen Gott anhimmeln, den es gar nicht gibt, sondern wir brauchen den Zugang zu der viel größeren Natur, der Klang der Natur. Da muss sich eine Sensibilität entwickeln und das bedeutet spirituell werden und bewusst werden. Ja. Und Bewusstsein ist nicht ein intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist ein gemeinsamer Geburtsprozess mit der Weltwirklichkeit. Mhm. Also das Wort, um das nochmal zu erläutern, das Wort Bewusstsein ist spannend. In der französischen Sprache heißt es Connaissance. Ja. Es bedeutet aber wörtlich die gemeinsame Geburt. Im Lateinischen haben wir das Wort cognoscere, erkennen. Mhm. Nasci, geboren werden, aber das Cognasci, das habe ich in die Welt gesetzt, das Wort gab es gar nicht. Mhm. Das heißt, Bewusstsein ist eine gemeinsame Geburt mit meiner inneren Urquelle, die ich nicht aufspüre. Mhm. Wir haben ja verschiedene Psychotherapien heute, die mich ja natürlich von vielen Dingen auch befreien, auch von Angst, von Traumata. Aber der nächste Schritt ist, in das tiefste innere Geheimnis einzutreten. Dieser Horror-Vakui, der Angst vor der Leere, ist für die meisten Leute dann die Barriere, die sie überwinden müssen,
um eigentlich in ihrem inneren Königreich zu Hause zu sein. Das wäre ja quasi dann auch ein Loslassen und ein ins Vertrauen gehen, dass man alles in sich trägt und gleichzeitig in Verbindung mit etwas Größerem steht, was ständig in Resonanz geht. Ja, und das Größere muss ich auch in mir erkennen und auch wertschätzen. Mhm. Also ich bin nicht der Herrscher. Ja. Also wenn wir heute Corona beherrschen wollen, wir wollen es beherrschen, mhm, bin ich immer der Verlierer. Ja? Wir können nichts mehr bekämpfen, was nicht zu bekämpfen gibt. Mhm. Ich kann nicht eine Krankheit bekämpfen. Ich muss sie akzeptieren, wie sie ist. Ja. Man muss mit ihr in Resonanz gehen und löse es dann auf. Mhm. Wenn ich aber alles bekämpfen will, auch in der Sprache, wir haben ja auch ein Schlachtfeld in der Sprache entwickelt. Mhm. Und wenn wir das nicht kultivieren, uns von einer Sprache des Hasses, der Bewertung, der Unterscheidung zu distanzieren, dann werden wir Verlierer sein. Und ja, wir haben jetzt einen Streit weltweit, mhm, von sogenannten Wissenschaftlern, die kein Wissen haben. Mhm. Ja? Also Wissenschaft ist nicht identisch mit Wissen. Ja. Wir haben Wissende, die werden im Moment nicht aufgesucht. Mhm. Ja? Wir erleben ja täglich in den diversen Medien sogenannte Wissenschaftler, die im ständigen Streit sind, ja, weil sie auf die tiefere Ebene des Wissens gar nicht gehen. Ja, und das hat schon gar nichts mit Weisheit zu tun. Mit Weisheit schon mal gar nicht. Und das, mhm, ist erschütternd. Ja. Mich würde interessieren, wie bist du zu deinen Erkenntnissen gekommen? Du hast ja einen unglaublich vielseitigen Weg beschritten. Langer Weg. Langer Weg, erzähl uns davon. Langer Weg auch mit Hindernissen und mit großen Enttäuschungen, mit großen Einbrüchen. Ich habe ja 20 Jahre lang in der internationalen Chemie gearbeitet, bin auch rund um die Welt geflogen, bis auf Südamerika bin ich fast überall gewesen. Über 60 Mal in Indien, bestimmt 60, 70 Mal in Amerika, Europa, überall. Ich habe die Welt eigentlich erlebt, aus dem Flug über 200 Mal in London gelandet, also physisch gelandet. Ich kann es mir heute kaum noch vorstellen, dass ich das mal gemacht habe. Ja. Ja. War aber relativ früh immer schon auf der Suche nach etwas anderem, weil, mhm, ich bin zwar so in eine Geschäftswelt reingeboren hier, irgendwie durch familiäre Tradition, aber ich wollte sie gar nicht bedienen. Ja? Mhm. Ich habe mich eigentlich immer innerlich dagegen gewehrt. Ich habe es so lange Zeit gemacht. Und habe aber nebenbei mich immer schon für diese spirituellen Wege interessiert, hab sehr, sehr viel gelesen, bin aber dann gar nicht aktiv da eingestiegen, bis ich dann auf einen meiner Reisen in London ein Buch in die Hand bekam, Return to the Center von einem indischen großen Benediktinermönch und Weisen. Ja. Und das war für mich der zentrale Punkt. Ich war während der Weihnachtszeit, ich weiß nicht, es war 1982, 83, war ich in London. Ich kaufte eigentlich jede 14 Tage in Foyles Bookshop in London, der größte Buchladen der Welt, kaufte ich jede Woche oder alle zwei Wochen so 6, 7 Bücher. Ja? Ja. Und die Frau kannte mich schon seit Jahren und um die Weihnachtszeit, alles wunderbar dekoriert, Foyles Bookshop, dritter Stock, Philosophie, Theologie. Da sah ich dieses ganz kleine Taschenbuch, 1,25 Pfund, Return to the Center. Mhm. Hab nur dieses Buch gekauft. Da sagte die Buchverkäuferin, ist das alles heute? Die war natürlich durcheinander. Ja. Ja? Ich sag, tut mir leid, also ich glaube, das ist das Einzige, was ich heute kaufe. Mhm. Dann sollte ich in ein Meeting, Shell International, habe ich angerufen, dass ich mein Lunch verschieben muss um 2 Tage. Mhm. Ich habe eine wichtige Sache einschieben müssen, was gar nicht stimmte. Ich habe mit der Taxi bin ich ins Hilton Hotel gefahren, wo ich immer wohnte, Park Lane, und habe dieses Buch 2-mal gelesen. Ich habe nie in meinem Leben so ein faszinierendes Buch gelesen, Return to the Center. Ja. Habe dann in London dann eine Entscheidung getroffen, ich werde dieses Buch übersetzen, ja, und ich muss diesen Mann unbedingt persönlich treffen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann natürlich 2 Tage später mit meinen Geschäftsleuten wieder zusammen gewesen, haben die mich auch gefragt, aber da habe ich über das Buch gar nicht geredet. Ja. Und da wusste ich, mein Weg bekommt eine neue Richtung. Ja.
Ich war ja vorher schon bei dem Zen-Meister LaSalle in der Schulung, bin dann aber dann nach Indien geflogen, um diesen Mann persönlich zu treffen. Und dann wurde ich sein Schüler und sein engster, der einzige autorisierte Schüler von einem der großen Mönche und Benediktinermönche und Mystiker und Weisen unserer Zeit und habe dann ja seine ganzen Bücher rausgegeben, übersetzt und lebe heute von seinem großen spirituellen Erbe. Es ist doch erstaunlich, dass B.D. Griffith im deutschsprachigen Raum auch nicht so bekannt ist. Und ich denke gerade, das Buch, das fiel dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu. Ja. Das hat was mit dir gemacht. Das hat mich komplett verändert, ja. Weil ich dann, ich habe diesen Prozess dann auch mit ihm besprochen. Er hat dieses Buch in seinem Ashram, damals war es ja so, wo er lebte dort in einem kleinen indischen Dorf, da gab es keine Kommunikation, gar nichts, also nicht mal ein Telefon, kein Fax. Du musst in das nächste Dorf eine halbe Stunde laufen, um auf ein Postamt einen Fax aufzusetzen. Ja? Ja. Das heißt, er lebte in einem kleinen Dschungelgebiet, ja? In einem Ashram, wo wirklich totale Ruhe war. Ja? Und er hat dieses Buch innerhalb von 7 Tagen geschrieben, an seinem kleinen Schreibtisch in einer Hütte mit 6 Quadratmetern, wo er gelebt hat und gearbeitet hat. Ja. Intuitiv zu Papier gebracht, ohne eine Sekundärliteratur zu benutzen. Unglaublich. Das hat mich fasziniert. Ja. Und wie ich das heute wieder in die Hand nehme, da muss ich sagen, nach wie vor ein Klassiker. Return to the Center, Rückkehr zur Mitte. Genau in diese Mitte müssen wir jetzt wieder kommen. Das ist ja das Schöne, das englische Wort Remedy für Arznei bedeutet ja wirklich Remedium, zur Mitte zurückkehren. Das heißt, wenn du heute ein Medikament bekommst in England, Remedy, ist die Heilkraft auf dir heraus. In der Mitte zu sein. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend. Und mir ist völlig klar, dass das Königreich Gottes, das inwendig in euch ist, Lukas 17, 21, eine der wichtigsten Passagen ist im Neuen Testament. Das Johannesevangelium ist vielleicht das spirituellste. Weil im Johannes-Evangelium, das einzige Evangelium, was wirklich spirituell ist, wohl alle die Erfahrung von Ich Bin sind. Ja? Im Sanskrit Aham. Das heißt, Jesus zum Beispiel sagt, wenn er nach dem Weg gefragt wird, ich bin der Weg. Ja. Sein Schüler Philippus war total verwirrt. Ja? Ich bin es. Ich bin. Ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Ich Bin ist eine Aussage der Präsenz, der Gegenwart. Und diese Gegenwartssprache haben wir ja nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr bereit zu sagen, ich liebe dich, ich würde dich gern mal geliebt haben wollen oder ich würde ihnen gern mal begegnet sein. Ja? Ja. Also die Begegnung findet ja mit Hypothesen von Konditionalen, von Sprachkonstruktionen statt, mit dem der Gegenwart nichts zu tun hat. Die Sprache der Gegenwart ist das größte Risiko, was ich eingehe, was sie wieder lernen müssen. Ja. Wir leben ja mit einer Sprache von Konditionalen. Hätte, würde, könnte. Wenn ich mal pensioniert bin, wenn ich mal erleuchtet bin, was ja auch nicht stattfinden wird. Ja. Wenn, wir setzen vor jede Sache eine Bedingung. Ja. Wenn ich jetzt geimpft werde, Corona, dann bin ich plötzlich geheilt. Ja. Das wäre der größte Irrtum. Ja. Ja. Also alles mit Wenn. Ja, du hangelst dich in Erwartungen durchs Leben, dass du sagst. Und ich stelle Bedingungen an ein Leben. Und ich muss dem Leben eigentlich bedingungslos vertrauen. Deswegen heißt es ja auch bedingungslose Liebe. Ja. Unconditional Love. Wenn ich aber eine Liebe, eine Bedingung setze, so finden ja auch viele Ehebeziehungen statt, erstmal mit Vertrag und Verzicht auf dieses und jenes. Das ist ja alles die Bedingung. Ja? Ja. Also diese Bedingungskontrakte können ja keine Grundlage für eine Liebe sein. Unsere ganzen Versicherungen. Das ist eine Versicherung. Ja, ja. Das ist ja keine Liebeslebensversicherung. Ja? Das hat mit einer kosmischen Liebe nichts zu tun. Und auch nicht mit Vertrauen. Das Vertrauen in das Leben ist möglicherweise das größte Risiko, aber auch zeigt gleichzeitig der größte Gewinn. Nach innen zu gehen, ist möglicherweise nicht einfach, weil die Geröllschichten im Unterbewusstsein so blockierend sind. Wir sind ja mit so viel Mustern eigentlich kompliziert bepflastert. Wir leben ja in einer Welt von Komplikationen.
Ja. Und das ist ein spannendes Wort. Mhm. Komplikation. Mhm. Plika heißt die Falte. Ja. Komplikation heißt die Zusammenfaltung. Mhm. Wenn ich jetzt ein DIN A4-Blatt nehme, das tue ich 6-7 Mal falten, geht's mir nicht. Mir schaffe ich gar nicht. Ja. So, eine Blume entfaltet sich beim Höchststand der Sonne und die Mittagszeit. Mhm. Entfaltung. Wir leben aber in der Welt der Zusammenfaltung. Wir meinen, die Welt muss kompliziert sein. Mhm. Dabei ist die Entfaltung das Entscheidende. Mhm. So, ein Kind, was heranwächst, muss sich entfalten dürfen. Ja. Aber es wird erzogen von Trahare. Ja, erzogen. Von Ziehen, von Zerren und von Training. Mhm. Aber das Entscheidende ist ja die Entfaltung. Ja, die Ermöglichung auch. So, und der Meister, der Lehrmeister, egal ob es der Spirituelle ist, aber auch der Schulpädagoge, müsste in jedem Kind erkennen, was in ihm ist und das herausholen, was dort ist. Entfaltung. Das bedeutet die Entfaltung. Ja. Und die Entfaltung ist bei jedem Kind natürlich eine andere, weil das Potenzial verschieden ist. Mhm. Aber in jedem von uns ist das ganze große kosmische Potenzial vorhanden. Hat nur verschiedene Möglichkeiten, sich, sage ich mal, zu manifestieren. Mhm. Also der Same für eine Blume sieht ja sehr ähnlich aus, aber die sind dann natürlich nachher, eine Rose sieht anders aus als eine Tulpe und wie auch immer, was denn da sich raus entfaltet, ist verschieden. Aber die Einheit ist auf der tiefsten Ebene. Ich sehe so ein bisschen auch diese aktuelle Lage einer unglaublichen Sucht nach Sicherheit. Und wir kommen natürlich in ein Korsett rein, was wir auch wiederum in dem Logos, in der Berechenbarkeit, eben auch in der, dieses Wort Planungssicherheit, das ist ja völlig emotionslos. Das geht ja wirklich rein über die Ratio. Da kommen wir auf dem Leben raus. Natürlich. Ja. Aber das ist interessant, es gibt im Englischen für das Wort zwei Worte für Sicherheit. Mhm. Das eine ist Certainty, das andere ist Security. Mhm. Und Security kommt von Sicurare, sich selbst heilen. Ja. Und das haben wir nicht. Mhm. Die Selbstheilungskraft besitzen wir nicht mehr. Und ich habe dafür den Begriff der Selbstheiligsprechung in die Welt gesetzt, Self-Holification. Mhm. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst heilig zu sprechen und uns selbst heilig zu fühlen und geheilt zu fühlen. Wenn ich sage, ich bin heilig, das bringt die meisten nicht über die Lippen. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Und das nenne ich den Selbstholifikationsprozess, eine völlig neue Sichtweise zu sagen, ich brauche nicht die Heiligsprechung vom Vatikan. Ja? Mhm. Das bringt mir gar nichts. Ja? Und wenn ich den heiligen Thomas anrufe oder den heiligen Antonius, der hilft mir ja auch nicht. Ja? Wenn ich was verloren habe, kommt er auch nicht zu Hilfe. Ja? Mhm. Ich muss in der Lage sein, mein inneres Heiligtum zu betreten. Mhm. Und das ist Wholeness. Das ist eigentlich der Tempel des Geistes, der in mir ist, ist heilig. Ja, das ist doch eigentlich der erste Schritt, um überhaupt in die Weltveränderung zu kommen, nämlich die Selbstliebe. Die Selbstliebe und auch dieses Gefühl von Freiheit. Ich bin nicht konfessionell gebunden. Die Religiosität, die ich wieder aufspüren muss, die ist für jeden unterschiedslos gleich. Für einen Aborigine, für einen Indianer, für indigene Völker, für Christen wie für Buddhisten. Religion für mich, das habe ich ja vor Jahren auch in Amerika immer auf einer großen Tagung formuliert. Religion ist ein Singular. Wir haben keine Weltreligion. Ja. Wir haben eine Religion und viele verschiedene Konfessionen. Mhm. Wir verwechseln Konfession mit Religion. Ja. Die Übereinkünfte. Ja, Konfession ist ein Bekenntnis zu einem gewissen kulturellen Setting. Mhm. Ob ich bei Siemens angespielt bin oder bei Daimler-Benz oder ob ich bei der evangelischen Kirche oder bei der katholischen Kirche, dann bediene ich verschiedene Glaubenssysteme, die sind konfessionell verankert. Ja. Hat mit Religion gar nichts zu tun. Meine religiöse Anbindung an meine innere Urquelle hat nicht mit Glaubenssätzen zu tun, sondern hat mit dem Vertrauen in mein Innerstes zu tun. Ja, letztendlich geht es doch auch um, da sind wir wieder bei der Kontrolle, bei der wir eigentlich gerade schon waren, dass du einen Mittler brauchst, um quasi in Kontakt zu kommen. Und diesen Mittler
Das ist natürlich sehr bequem. Den haben die Kirchen, den haben die großen Institutionen in der Religion, also in, quasi in den Konfessionen, ja auch lange genug ja, und das, erfüllt. Und diese Medien, das ist ja ein Medium, ja. Das ist für mich der größte Schwindel aller Zeiten. Da kommst du eigentlich ab von der Quelle. Also diese Agenten Gottes, die natürlich in verschiedenen, ob das jetzt ein Pfarrer ist, ein Bischof oder ein Kardinal oder noch ein Papst, also in verschiedenen Stufen, haben sie eine höhere Vermittlungsfunktion. Ja. Und wollen hier Gott repräsentieren. Und dadurch komme ich ja nicht zu meiner eigenen Erfahrung. Es gibt im Englischen das Wort immediate. Ja? Ja. Das wird normalerweise mit sofort übersetzt. Bedeutet aber ohne Medium. Das heißt, die Erfahrung, die ich mache, ist ohne ein Medium. The immediate experience ist ohne Medium. Und das ist die Erfahrung mit der kosmischen Wirklichkeit. Wir reden immer noch von Gott, aber der Gottesbegriff, der wird, das ist germanischen Ursprungs, was auch immer sehr spannend ist für mich. Wir leben ja auch in der angelsächsischen Sprache ja mit Gott. Ja. In den romanischen Sprachen kennen wir das Wort Gott überhaupt gar nicht. Das sind Leuten gar nicht bewusst. Ja. Lateinisch ist es Deus, was sehr viel mit Dies-Tag zu tun hat. Im Französischen ist es Dieu, Dios im Spanischen. Genau. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das Wort Gott ist germanisch, heißt gut. Ja. So. Ja. Mir nicht. So jetzt, aber wenn ich jetzt also wenn ich mit einem Franzosen rede, mit einem Italiener, der kann mit dem Wort Gott überhaupt gar nichts anfangen. Ganz spannend. Ja. Und dieses Wort Gott kommt eigentlich, das Wort Deus, Sanskrit, Yau, D-Y-A-U. Ja. Das heißt Licht. Und im Lateinischen ist es so, dies der Tag, was mit Deus sehr eng zusammenhängt, ist der lichtvolle Anteil des Tages und Nox ist hier der dunkle Anteil. Richtig. Ja. Das heißt, der Tag hat 24 Stunden, aber dies, das Licht, ist der Teil, wo wirklich Licht ist. Das andere ist ja dunkel. Licht, Liebe, Leben. So. Das ist das Konzept. Ja. Im Neuen Testament heißt es, ich bin auch das Licht der Welt. Ja. So einfach ist es. Und mit Gott können wir nichts anfangen. Ja? Das ist germanisch ganz nett. Die waren ja auch irgendwie ein bisschen verwirrt, die armen Germanen. Ja? Als Hannibal mit den Elefanten über die Alpen kam, haben die ja einen Schreck gekriegt, um Gottes Willen. Ja? Das war ja schon, also ich meine, und heute haben wir eine ähnliche Angstsituation. Ja? Da kommen immer wieder Wellen, mit denen wir plötzlich konfrontiert werden. Und die Angst ist das Schlimmste, was wir im Moment auf dieser Welt erleben. Ja, und das ist eben auch ein Machtmittel. Das Neue Testament, also wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, auf einer höheren Ebene, ja, fürchtet euch nicht, habt keine Angst in dieser Welt. Ja. Aber was wir jetzt machen, was nie richtig formuliert wird, er hat ja gesagt, ich habe den Tod ein für alle Mal überwunden. Und wir glauben es ja gar nicht. Wir wollen ja wieder sterben. Aber die Zusage ist ja, das Leben. Ja. Das haben wir nicht begriffen. Im Leben sterben. Im Leben leben, also im Leben sein. Im Leben und, sein. Und ein Leben lang sterben lernen. Ja, sterben gehört, ist ein ständiger Prozess. Die Natur ist ja zyklisch. Ja. Und das Interessante, der Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist ein zyklischer Prozess, ein ständiger Neuschöpfungs- und Neuwerdeprozess, aber auch ein Sterbeprozess. Ein Atmen. So. Wir haben aber eine lineare Struktur entwickelt. Ja. Wir bewegen uns vom Geburt auf den Tod zu. Das ist eine Katastrophe. Wir bewegen uns nicht aufs Leben zu. Ja. Diese Orientierung ist uns verloren gegangen. Der kleinste Teil der sichtbaren Welt ist ja unsere Existenz. Viel größere Teil ist unsichtbar. Es bedeutet aber nicht, dass ich mich an eine andere Welt jetzt entfernen muss. Ich lebe auch in dem viel größeren Raum der unsichtbaren Welt, auch immer hier und jetzt. Ja. So, wenn ich jetzt sterbe, spielt das gar keine Rolle, dann ist ja nur meine sichtbare Existenz nicht mehr da. Der viel größere Teil bleibt ja lebendig. Ja. Und die Unsterblichkeit des Geistes, von der ich immer wieder rede und schreibe, ist das die größte Herausforderung unserer Zeit,
die aufzuspüren. Mhm. Es geht nicht um die Unsterblichkeit der Seele. Plato halte ich für ein völlig falsches Modell. Mhm. Hat übrigens die Kirche übernommen von Plato. Ja. Ja? Also das Höhlengleichnis sagt mir überhaupt nichts. Ja? Wenn ich in der Höhle irgendwelche Gespenster sehe, dann habe ich mit der Wirklichkeit gar keinen Kontakt. Das platonische Weltbild sagt mir überhaupt nichts. Mhm. Hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und hier kommen wir auf den Wirklichkeitsbegriff, den ich mit meinem Freund Hans-Peter Dürr über Jahre diskutiert habe. Ja. Wirklichkeit ist nicht Realität. Mhm. Er war immer interessiert zu wissen, was Wirklichkeit ist. Der große Quantenphysiker hat ja den Friedensnobelpreis bekommen mit den Atomkraftgegnern Puckwasch Group 1995. Ein ganz großer Mann. Und er hat immer gesagt, Roland, erläutere mir das mal. Also Wirklichkeit und Realität, wir als Physiker denken ja auch immer drüber nach. Da habe ich zu ihm gesagt, der Begriff der Wirklichkeit ist von dem großen deutschen Mystiker Meister Eckhart, Dominikanermönch, 13. Jahrhundert in die Welt gesetzt. Mhm. Meister Eckhart hat ja die deutsche Sprache wesentlich geprägt, noch vor Martin Luther. Mhm. Gelassenheit, Wirklichkeit, ja. Alles Meister Eckhart aus Erfurt. Habe ich zu ihm gesagt, du, wir fahren mal zusammen nach Erfurt. Mhm. Und dann sind wir in der Predigerkirche gewesen von Meister Eckhart, haben gemeinsam einen Vortrag gemacht. Und dann habe ich ihm erläutert, dass die Wirklichkeit etwas ist, was wirkt. Ja. Und Realität ist immer eine Abspaltung der viel größeren Wirklichkeit. Mhm. Die Wirklichkeit ist nicht objektivierbar. Und das hat er als Atomphysiker zum ersten Mal wirklich so in sich aufgenommen. Mhm. Das fand er so faszinierend, weil ich sagte, du, ich bin ja nur Sprachforscher. Mhm. Ich habe natürlich eine spirituelle Erfahrung. Aber du bist der Physiker. Mhm. Und der Physiker orientiert sich ja an der Physis, an der Natur, nicht am Körper übrigens. Ja. Ja. Also Physis bedeutet eben nicht Körper. Mhm. Soma ist ja der Körper. Mhm. Aber die meisten denken immer, Physis ist der Körper. Nee, ist die Natur. So, wenn ich jetzt wenn ich mir die Natur anschaue, um sie nicht zu bewerten, ja, dann wirkt sie auf mich. Mhm. Ein Bergpanorama zum Beispiel. Mhm. So, jetzt bin ich ein Kunstmaler, jetzt male ich das Panorama der Alpen oder ich beschreibe sie als Poet oder ich fotografiere sie, dann spalte ich die viel größere Wirklichkeit in eine Teilrealität ab, ja, die auch natürlich völlig berechtigt ist. Aber die Wirklichkeit ist größer. Mhm. Wenn ich mich der Wirklichkeit aussetze, bewerte ich nicht das, was wirkt. Richtig. Und das ist das Spannende. Ja. Das ist aber ein Abenteuer. Mhm. Der Wirklichkeit mich auszusetzen bedeutet, bedingungslos auch dieser Wirklichkeit zu vertrauen. Mhm. Und das ist das größere Leben. Das ist das, was vielleicht auch in der Romantik als das Schauen bezeichnet wird. Das ist das Schauen. Hier kommen wir auf den entscheidenden Wort. Das Wort Schauen auch im Lateinischen. Mhm. Also es gibt das Wort Spektare, ja? Das heißt bewusst anschauen. Ja? Aber Contemplari heißt betrachten. Ohne bewerten. Ohne bewerten. Ja. Im Griechischen ist das Pendant zu Contemplari Theorein, das Schauen. Ja. Das Schauen ohne Objekt. Mhm. Die Theorie ist nicht ein abstraktes Wissen, was die Akademiker auf ihren Lehranstalten so glauben. Ja? Die Theorie ist das Schauen in die nackte Wirklichkeit, in ein Objekt, was ich nicht bewerte und nicht bewerten kann. Ja. So, das heißt, die Theorie ist das Schauen der Wirklichkeit, ist die Grundvoraussetzung für die Praxis. Mhm. Im Lateinischen ist es Contemplatio et Actio. Ja. Ich muss erst schauen, um dann in die Aktion zu kommen. Mhm. Aber betrachten bedeutet, ohne zu werten. Ja. Und wir bewerten ja alles. Mhm. Da sind wir immer die Verlierer. Da sind wir in der Objektivierbarkeit, wo du da wieder bei der Realität bist. Also Rev, die Sache, heißt, du hast irgendwo einen Begriff festgemacht und den loszulassen und einfach... Das ist ganz schwer. Ja. Weil wir wissen ja aus der modernen Quantenphysik, die Herr Dürr ja auch gelehrt hat, dass der Betrachter des Objektes immer in dem Prozess mit drin ist. Du veränderst, du selbst veränderst das Objekt, was du betrachtest, durch dein Sein. Auf dieses Doppelspaltexperiment zum Beispiel. Von Zeilinger. Ja. Da war ich ja dabei, wie das präsentiert hat. In einer kleinen Gruppe habe ich erlebt. 1998 waren wir in Innsbruck, wo Zeilinger, der ist ja mein Jahrgang, der Quantenphysiker aus Wien. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil du als Beobachter, wenn du jetzt das Observation im Englischen nimmst,
bist der Diener des Objektes. Ja. Servus objectus. Mhm. Observieren, beobachten bedeutet, dass du demütig bist. Mhm. Du bist der Diener des Gegenübers, mhm. aber nicht der Herrscher. Die Wissenschaftler jetzt sind nicht die Diener des Objektes, sondern sie wollen es beherrschen. Ja. So, die Virologen wollen es in den Griff kriegen, mhm. sie kriegen das Virus gar nicht in den Griff. Ja. Ja, das ist Descartes, die Zerstückelung des Ganzen. Jedes Virus ja. von tausenden von mhm. Viren ja. braucht einen Wirt. Mhm. Und ich muss ihn bewirten. Mhm. So, wenn ich ihn aber abwehre, bin ich unwirtlich. Ja, da habe ich Probleme. Mhm. Ich muss einen Friedenspakt schließen mit diesen Dingen, die auch zur Lebendigkeit gehören. Mhm. Ob es Bakterien sind. Ja? Mhm. Wir haben, jeder in uns hat ungefähr 2 Kilo Bakterien. Ja. Wenn du das jeden Tag darstellen würdest, die würde also um Gottes Willen. Ja? Die wirft auch nie loswerden. Die werde ich ja nicht los. Ja. Mhm. So, aber ich muss ja mit meinem Organismus einen ständigen Friedenspakt schließen. Mhm. Dann komme ich in Kohärenz. Ja. Und die Leute wissen nicht, was das ist. Mhm. Genau. Und hier kommen wir wieder auf das Problem mit Herz und Hirn. Ja. Wir brauchen die Verbindung zwischen Herz und Hirn. Mhm. Kohärenz nennt man das. Ja. Und ich glaube, dass das nicht, das wird ja nicht praktiziert und mhm. es wird nicht genügend gelehrt. Ja? Wir haben nicht genügend Lehrmeister, die Menschen in dieses Vertrauen bringen, mhm. in die Angstfreiheit bringen, in die Kohärenz. Und das ist die Persönlichkeitsbildung, mhm. wo der Mensch wieder Person werden muss, im Sinne von Personare mhm. hindurchtönen. Ja. Das ist die große, das ist nicht die Maske alleine. Mhm. Die griechische Maske wäre genau das, was wir jetzt haben. Ja? Wir haben ja eine Maskenpflicht. Ja? Genau. Mhm. So, und dann, wenn du jetzt stirbst, wird noch die Totenmaske abgenommen und dann wird dann eines Tages im Museum ausgestellt. Eine mhm. Katastrophe. Ja? Also, du musst dich ja dringend demaskieren, um endlich mal zu zeigen, wer du bist. Ja. Jetzt mhm. haben die Leute sich ja verbarrikadiert. Das ist ja wie beim Karneval mhm. in Venedig. Nur die sind hübscher dort, ja? Mhm. die Masken. Mhm. Wenn du aber dich nicht mehr demaskieren kannst, dann hast du im Prinzip eine Isolation gegenüber der Gemeinschaft. Mhm. Ja. Und da ist, wir bekommen eine Entpersönlichung jetzt, mhm. was wir jetzt erleben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie das wieder in Gang gesetzt werden muss. Wir brauchen einen völlig neuen Bewusstseinssprung. Ja. Also wir brauchen visionäre Menschen, die nach vorne schauen. Es hat keinen Sinn, das hier zu bewerten, abzuurteilen. Wir können den Lauf dieser Geschichte ja nicht bremsen. Aber Corona zeigt uns, dass wir einen völlig neuen Weg beschreiten müssen. Hm. Wie lange nicht? Ja, wir hatten schon ein paar Mal diese Situation, wo wir dachten, diesen Paradigmenwechsel jetzt hinzubekommen. Und dann sind wir wieder zurückgefallen. Und ich habe das ja damals auch erlebt, als ich dann diese Bücher von Capra etc. Ferguson, das war ja, so die Zeit, wo man sagte, ja, jetzt wird irgendetwas in Gang gesetzt. Also das Wasser, mein Zeitalter, wie es damals genannt wurde, wo wir ja eigentlich immer noch vorstehen. Aber das Ganze bekommt dann irgendwann so eine kommerzialisierte Note. Das ist dann auf einmal in diesen Begriff Esoterik in die Bücherläden gekommen, wo man eigentlich von diesem Kern völlig abgerückt ist. Also wir leben ja immer noch in einer Phase der großen Transformation. Mhm. Und der größte Transformationsprozess für mich besteht, wenn sich die Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Ja, wir sind jetzt in dem Kokon einer immer größeren, nimmer satten Raupe. Mhm, ja, das ist nimmer satt. Ja. Die Raupe nimmer satt läuft ja jetzt auch. Ja, ja, das sind die Corona-Wissenschaftler. Die suchen ja, wir haben ja jede Woche 800 Studien, Corona weltweit. Ja, das ist die Raupe nimmer satt. Aber die ist einem Kokon eingefangen und kommt gar nicht zur Befreiung. Der Schmetterling ist gefragt. Ja. Ja. Wir sind, und dieses Raupen da, möchtest du ewig ein Raupen da sein? Ja, wir haben Fristen. Wir haben ja. Wir sind jetzt immer, also ich fühle mich nicht ganz so, ja, aber die Welt ist im Kokon. Ja. Das merken wir, dass wir. Kokon der Angst. Bei begrenzten Ressourcen, kennst du das Grenzen des Wachstums, das war ja Anfang der 80er alles schon Programm. Also es ist ja letztendlich alles offen vor uns. Ja, aber ja. Wir sehen es nicht. Und wir sind blind in einer Schiene, die weiter, das wieder diese lineare und nicht diese zyklische Ausrichtung. Und diese zyklische ist ja uralt. Ich meine,
da fangen wir ja an beim Animismus, beim Schamanismus, ja, bei dieser Begegnung quasi von innen nach außen, von Atman und Brahman, genau, bei Konzepten, ich sag mal Konzepten, bei erspürten Wahrheiten, die wir Jahrtausende lang in uns tragen und die uns heute völlig verloren gegangen sind. Und wir müssen das Wissen, ja, was in uns ist, wieder offenlegen. Mhm. Es geht um das Freiwerden. Mhm. So, und das ist ja das Interessante, wenn du den Künstler siehst, also die verschiedensten Künstler, viele Künstler sind ja additiv. Ja. Der Maler tut Farbe auf die Leinwand, mhm, der Komponist tut Noten auf das Notenpapier, ja, aber der Steinmetz, also der Skulpteur, mhm, ja, hat einen großen Block vor, mhm, sich. Und er kommt zum Wesentlichen durch Reduktion. Er nimmt immer mehr weg. Ja. Mhm. Keine Addition. Mhm. So, je mehr er wegnimmt, desto mehr kommt das hervor, genau, worum es eigentlich geht. Wo Michelangelo sagt, ich sehe die Skulptur, genau, im Block. Ich muss es nur wegnehmen. So, und das ist uns verloren gegangen. Ja. Und diese Reduktion bedeutet die Rückführung. Reducere. Reducere heißt die Rückführung. Mhm. Und Educere heißt herausführen. Mhm. Und das Erziehungsmodell heute ist eine Education, ist uns verloren gegangen, weil es die Herausführung bedeutet von der Dunkelheit ins Licht, ja, von der Unwissenheit ins Wissen. Mhm. Wir haben keine Education. Mhm. Wir haben ein Training, ja. Lerntraining, was weiß ich, Beispiel ja, Joyce, ja, ja, ja. Das ist ja kein Wissensvermittlung. Mhm. Wir haben keine Wissensvermittlung, ja. Wir addieren irgendwelche Zahlen. Wir sind, mhm, Algorithmus-Experten geworden. Das ist für mich der größte Betrug aller Zeiten. Ja? Diese Algorithmiker, ja, die unsere Welt beherrschen. Ja? Mhm. Wir werden durchs Leben navigiert. Ja? Ne? Das wird immer mehr. Und ja, wenn ich jeden Tag auf meine Apps gucke, ob ich überhaupt schon noch lebe, ja? Also früher gab es das berühmte Wort Navigare necessis, mhm, sefa tut not. Ja? Navigare war ein aktiver Prozess. Ja. Musste ich ja navigieren können. Mhm. Ich habe das in die Welt gesagt, navigo ergo sum. Ich werde navigiert, also bin ich. Mhm. So, durch das neue Internetsystem werde ich ja navigiert. Ich werde durchs Leben navigiert. Ja. Das heißt, meine eigentliche Aktivität wird komplett inhibiert. Mhm. Ich werde daran gehindert, in meine innere Wissensquelle überhaupt zu kommen. Ja, weil du ständig abgelenkt wirst, du hast diese Kakophonie von Lärm, du hast diesen Lichtersmog, wir sehen den Sternenhimmel nicht mehr, was auch etwas mit uns macht. Und den medialen Müll. Ja. Und ja, wir leben ja nicht von Fakten, wir leben ja von Meinungen. Hm. Ja? Ja. Wir leben ja nicht in einer faktenbasierten, hm, Welt, wissen es auch nicht, sondern wir haben Meinungsvielfalt. Und ich glaube, da kommst du an einen Punkt, wo es doch anfängt, erstmal Stille aufzuhalten. Das ist schwer, in die Ruhe zu kommen, nicht in die Stille zu kommen, um dann zu hören, was passiert hier drin überhaupt. Das hört ja keiner mehr. Ja. Und das Wort Hören ist wichtiger als Sehen. Wir sind ja in der visuellen Welt angekommen. Mhm. Ja? Das Interessante ist, dass der Hörsinn, ja, der letzte ist, der auf, wenn du stirbst. Mhm. Deswegen heißt es ja, ich höre auf zu leben. Er, ja, hört, er, ja, hat aufgehört zu leben. Ja. Er hat nicht aufgehört zu sehen. Ja. Mhm. Das Hören, aufhören. Mhm. Und dieses Hören führt mich ja nach innen. Das Ohr führt nach innen, das Auge nach außen. Mhm. In einer Gruppe von Taubstummen, die sehen können, mhm, ist immer viel Aggression, weil jeder die Welt ja unterschiedlich wahrnimmt, mhm, und entsprechend auch reagiert. Ja, Konstruktivismus. Ja. In einer Gruppe von Blinden, mhm, die nur hören, alle harmonisch. Mhm. Mhm. Weil das Ohr, das hat auch der Behrendt ja gesagt, ja, Nada Brahma. Das, mhm, Ohr führt nach innen, ja, aber nicht nach außen. Und hier ist auch in dem Herz, im Englischen Heart, ja, ist das Hören und das Horchen drin. Ja? Mhm. Also to hear, mhm, horchen, Art, die Kunst mit dem Herzen zu horchen, mhm, ist ein Prozess, der nach innen geht. Mhm. So, jetzt ist das Auge, wir sind ja von visuellen Reizen dermaßen schon durcheinander gebracht. Ja? Also man rechnet von 60.000 oder 80.000 Bildimpulsen am Tag, wenn du in der City of New York, mhm, läufst. Das kannst du nicht mehr verarbeiten. Das ist ausgeschlossen. Ja. Du bist einem Blitzgewitter
von Bildimpulsen, die auch noch sehr schnell sind, ausgeliefert. Mhm. So, wenn du jetzt eine Bergwanderung machst, ja, und du guckst so oben auf dem Gipfel auf die Natur, du lässt den Blick schweifen. Ja. Du hast keine Bildimpulse. Das ist das Schauen. Du denkst so, mein Gott. Ja. Das musst du auch aushalten können, weil wir es auch nicht gelernt haben. Und dann kommen wir wieder in diese Analyse rein, wo dann ein Vater mit seinen Kindern in eine Berglandschaft kommt und alles ist, das ist ein perfekter Moment. Und der Vater sagt, ach Kinder, ist das nicht toll hier. In dem Moment zerstört er es durch Analyse. Ja. Einfach in die Stille zu gehen und einfach nur wirken, horchen und das quasi, was du im Außen erlebst, in dich einströmen zu lassen und in Resonanz zu stehen mit der Natur. Ich habe ja dieses, ist ja ein Teil meiner spirituellen Programme, das nenne ich Watchful Wisdom Walking. Ja. Konnte ich jetzt in der Corona-Zeit nicht machen mit den Gruppen am Starnberger See, was ich wieder machen werde, wenn ich dort wieder bin. Ich habe immer Gruppen, kleine Gruppen geführt, 10, 20 Kilometer, ohne ein Ziel zu haben. Mhm. Die Voraussetzung war, der Atem ist mein Führer. Mhm. Aber jeder Schritt, den ich gehe, bewusst, ist der Rückweg zu mir selbst. Das heißt, ich gehe nicht auf ein Ziel, den Jakobsweg, wo ich den Erschöpften irgendwann ankomme nach 800 Kilometern. Die Erfahrung ist die Erschöpfung, nicht die Erleuchtung. Ja? Ja. Es geht nicht um die Erschöpfung. Es geht darum, dass jeder Weg, jeder Schritt, den du machst, immer ein Weg zu dir ist, ein Nachhauseweg. Mhm. Der Atem führt mich, der Atem geht voraus und ich gehe nach Hause. Der Weg geht in zwei Richtungen gleichzeitig. Die meisten wissen nicht, was Atmen bedeutet. Wir verwechseln Inspiration mit Inhalation. Ja? Ja. Also zum Jogging und zum täglichen brauchst du Inhalationskräfte. Das ist natürlich für die Lunge Vitalität von großer Notwendigkeit. Mhm. Ja? Ich inhaliere, exhaliere. Das Atmen ist Inspiration. Das ist ein passiver Prozess. Ja. Ich werde beatmet vom Kosmos. Ja. Ich sage ja nicht, ich inspiriere. Nein, ich werde inspiriert. So, Atmen ist nicht Luft holen. Ja. Atmen ist ein kosmischer Prozess, dem ich mich vertrauensvoll aussetzen muss. So, wenn ich jetzt mit einer Gruppe gehe, ich sage, der Atem führt dich, aber gleichzeitig gehst du zu dir nach Hause. Dann gehe ich nicht auf ein Ziel zu. Ja. Ich bin nach 10 Kilometern oder 20 Kilometern plötzlich an einem Ort und sage, du wunderst dich, dass du das ohne Anstrengung gemacht hast. Mhm. Weil du nicht sagst, laufen wie lange noch da vorne und es ist Regen und es ist Sonne. Mhm. Du bewertest nichts. Ja. Du genießt jeden Schritt als Heimweg. Und du bist dir. Im Jetzt, im Augenblick. Du bist immer bei dir. Ja. So, und viele Leute, wenn du die fragst, wo sind sie denn jetzt zu Hause? Mhm. Dann sagen die, ich komme gerade von New York morgen nach. Sowieso, sie sind gar nicht in der Gegenwart zu Hause. Mhm. Ich würde nie einen fragen, woher kommst du und wohin willst du, sondern wo bist du? Ja. Und auf die Frage, wo bist du, bekommst du in der Regel keine Antwort. Ja. Bekommst sofort die Antwort, ich komme gerade von, was weiß ich. Ja, das ist so schwierig wie, wer bist du? Ja, weil jeder, der sein Zuhause mit sich nimmt, aber will nach Hause kommen, und dann kommt die Flucht in das nächste Luxushotel, in den nächsten Swimmingpool. Du verlagerst immer ein imaginäres Zuhause-Sein auf einen anderen Ort, der gar nicht mit dir zu tun hat. Mhm. So, dieses, da gibt es ja im englischen Wort das Wort Vacation. Ja? Mhm. Vacation ist nicht Holidays. Ja? Vacation bedeutet nicht, ein kaltes Bier bei 28 Grad auf Mallorca zu trinken, sondern Vacation bedeutet leer werden. Von Vacare. Vacare, Vakuum. Und, und diese Vacation ist gratis. Mhm. Das ist ein Urlaub, der nichts kostet. Vacation ist kostenlos. Ja. Aber das Leerwerden ist anstrengend, ist kostenloser spiritueller Prozess. Aber das Leerwerden bedeutet, dass ich mich auf den Weg nach innen mache, der gar nichts Besonderes ist, ja? Auch nichts Spektakuläres. Aber ich muss still werden und muss die Geröllschichten des Unterbewusstseins einfach loslassen. Mhm. Ja? Normalerweise brauchte ich dafür gar keinen großen Lehrmeister. Aber weil die Leute so an der Peripherie der Sensation leben, brauchen sie die Begleitung. Ja. Ich bin heute schon, ich bin ganz weit davon entfernt,
von Verehrern, von großen Gurus. Ja? Mhm. Guru bedeutet ja im Sanskrit nur die Dunkelheit vertreiben. Mhm. Ja? Das ist völlig in Ordnung. Ja? Ich brauche für gewisse Dinge, ich brauche einen Bergführer, ich brauche einen Wegbegleiter, der mir aber sagt, dass du dich nur vertrauensvoll auf das Leben einstellen musst. Ja. Mir nicht. Aber ich glaube, viele Leute haben Angst vor der Leere. Vor dem nach Hause kommen, weil sie auch gar nicht wissen, wo soll ich da anfassen. Also ich erinnere mich an das Buch von Jiddu Krishnamurti, Einbruch in die Freiheit, wo man letztendlich auch im luftleeren Raum hängt, wo man sagt, also letztendlich die Furcht davor, dieses Konzept des Nirvana, dieses Leerwerden, auch das Ego aufzugeben, das ist auch ein ganz großes Thema, dass du letztendlich Angst hast, dein Ich zu verlieren. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und das wollen ja die meisten nicht. Weil die sagen, ja, ich weiß ja, ne, ich muss mich ja irgendwo dran festhalten können. Und das macht, glaube ich, vielen Leuten Angst, weil sie diesen Zugang dazu auch gar nicht eingehen wollen, aus Respekt davor, weil sie sagen, ich könnte mich ja darin verlieren. Ja. Aber das bedeutet, wir leben in einer Welt von abstrusen Glaubenskonzepten, mhm. ja? Also auch religiösen, dogmatischen mhm. Glaubenskonzepten. Mhm. Ja? Die sind ja frühkindlich geprägt. Ja. Ob du nur protestantisch aufwächst oder muslimisch, mhm. buddhistisch, ist völlig gleich. Aber du bist in gewissen Ritualen aufgewachsen. Ja. Aber das Wort Ritual, Ritus, mhm. Rita im Sanskrit bedeutet die kosmische Ordnung. Hm. Die haben wir aber nicht gelernt. Hm. Also jedes Ritual, was du benutzt, muss auf die kosmische Ordnung orientiert sein. Und die Lebensorientierung, ich rede immer vom Homo Oriens, nicht vom Homo Demens. Wir sind ja jetzt, wir haben uns ja entwickelt vom Homo Sapiens über Homo Siemens zum Homo Demens. Ja? Das ist genau die, sag ich jetzt, etwas humorvoll. Hm, wir müssen aber zum Homo Oriens kommen. Und dieses Wort Orientierung kommt von Uriri, aufstehen, sich bewegen. Sich bewegen, aktiv der Sonne entgegen. Sol Oriens ist der Sonnenaufgang. Ja. Es bedeutet nicht, dass du jetzt in die östliche Richtung gehen musst. Mhm. Ja? Wir denken immer orientalisch, wie auch immer. Nein, du musst dich der aufgehenden Sonne zuwenden. Mhm. Aber was machen die meisten Leute, die in Urlaub fahren? Die kommen ja mit Fotografien von Sonnenuntergängen, weil die so faszinierend sind. Und die wenigsten fotografieren Sonnenaufgänge. Viel weniger Kraft haben. Ganz interessant. Ja. Ein Sonnenuntergang ist faszinierend. Mhm. Der Sonnenaufgang ist faszinierender. Aber so früh steht da keiner auf. So, aber wir müssen ja mit dem Aufgang, aber nicht mit dem Untergang. Ja. Und wir haben ja, Rom hat ja damals entschieden, westlich von Rom ist der Okzident und östlich von Rom der Orient. Ja. So. Mhm. Wir leben in einer Okzidentierung, das ist meine Version, nicht in einer Orientierung. Mhm. Wir sind in der abendländischen Untergangsgesellschaft, die mit Sonnenuntergängen sich beglückend auch noch schmückt, aber keine Sonnenaufgänge mehr nach Hause bringt. Ja. Das heißt, es ist symbolisch. Ja. Du hast es ja auch mit den ganzen Astralausrichtungen, die Sonnenkulte, die Sonnengottheiten, Sol Invictus, Mithras, alles Sonnengötter, die nachher auch im Christentum mit Jesus als Ich bin das Licht, das hatten wir, fortgeführt wurden. Aber das Interessante ist, die deutsche Sprache ist eine der wenigen Sprachen, die Geschlechter ja verwandelt hat. Mhm. Die Sonne ist bei uns weiblich, in allen Sprachen ist die Sonne männlich. Ja. So. Mhm. Der Mond ist weiblich. Mhm. Luna, weil das weibliche Prinzip ein lunarisches Prinzip ist. Mhm. Der Menstruationszyklus, 28,5 Tage, ist ja Mondzyklus. Richtig. So haben wir ja völlig aus Bewusstsein verloren, weil wir den Mond haben wir vermännlicht. Ja. Ja? Mhm. Dabei ist ja der Weiblichkeit zugeordnet. Mhm. Ja? Genau wie die Sophia, die Weisheit, die ist ein weibliches Prinzip, Terra, die Erde, alles weiblich. Diese weiblichen Kräfte brauchen eine neue Dominanz. Ja. Materie, Mater steckt da alles. Drin. Ja. So, und wir müssen aufpassen in diesem fürchterlichen Genderismus, das Wort finde ich auch grauenvoll. Mhm. Ja. Wir brauchen wirklich weibliche und männliche Kräfte, die aber symbiotisch zusammenwirken können. Genau, das ist die Balance, die uns jetzt wieder fehlt. Ja. Eben, ich sage immer, zwischen Mythos und Logos. Genau. Und auch zwischen dem Innen und Außen, also dieses Resonanzstehen, eine Balance zu schaffen, die uns wieder heil macht.
Und deswegen, ich liebe das Wort Resonanz nicht, ich nehme das Wort Konsonanz. Konsonant? Weil es das gemeinsame Töne ist. Ja, richtig. Ja? Ja. Resonanz ist immer noch reflektiv etwas empfangen, ja? Genau wie Rezeption und Konzeption. Ja? Schön. Wir nehmen ja, wir haben ja in die Empfängnis ist nicht also wir nennen ja, wir reden ja von Antikonzeptiva, ja? Wenn wir von Empfängnisverhütungsmittel reden, eigentlich ist es ein Antirezeptivum, weil die Rezeption die Empfängnis ist, nicht die Konzeption. Konzeption bedeutet gemeinsam nehmen. Mhm. Also das ist nicht ein einseitiger Prozess. Mhm, verstehe. Ja, ja. Konzeption bedeutet immer gemeinsam. Mhm. Und ich habe das ja in meiner Sprachforschung auch so klar gemacht, dass alle Präfixe mit Kon das Gemeinsame sind. Mhm. Konspiration, Konstellation, mit den Sternen gemeinsam eine Einheit bin. Wir brauchen das Präfix Kon. Mhm. Und alles, was mit D anfängt, ist die Trennung. Stimmt. Desaster, Trennung von den Gestirnen, das haben wir jetzt. Wir haben ja ein Weltdesaster. Mhm. Ja. Wir sind vom Kosmos getrennt. Ja. Stimmt. Und ich meine, du bist ein Symbolforscher und da komme ich auch auf dieses Wort Symbol, was ich auch sehr liebe. Symbol ist ja nicht ein Bild, sondern Symbol ist von griechisch Symbalein zusammenwerfen. Ja. So, und das Gegenteil ist Diabalein. Diabalein. Davon ist die teuflische Welt gekommen, Diabalein teuflisch. Ja. So, wir leben in der Welt der Trennung. Mhm. Wir leben in einer diabolischen Welt. Ja. Moment. Mhm. Alles ist getrennt. Und wir müssen vom Diabolischen, vom Diabalein wieder in das Symbolische kommen. Mhm. Nicht nur in das Bild, sondern in das gesamte Holon eintreten, wo alles wieder zusammengebracht wird. Ja. Und jetzt sind wir in einer gewaltigen Trennung. Mhm. Die ist diabolisch. Mhm. Das Wort Teufel würde ich gar nicht so benutzen. Gut, das ist natürlich irgendwie konnotiert mit magisch, wie auch immer. Aber es ist eine Welt der Trennung. Ja. Die Wissenschaftler sind getrennt, die Politiker sind getrennt und die Menschheit ist im Moment gespalten. Mhm. Und die Spaltung ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir brauchen die gesamten spirituellen, religiösen Prozess wieder, wo jeder in sich das Einssein spürt, was er mit allen teilen kann. Und da gibt es auch keinen Disput. Mhm. Wenn du selbst bei dir zu Hause bist, kannst du mit jedem ein Gespräch führen, aber immer aus dem Gefühl deiner eigenen Verinnerlichung, dann gibt es keinen Streit. Dann kannst du über kulturelle Verschiedenheiten reden, aber nicht streiten. Und letztendlich auch mit einer gemeinschaftlichen Verbindung, die auch verbunden ist mit etwas, ich sage mal, etwas Höherem, natürlich, was du letztendlich im Animismus, im Schamanismus kennst, was sich dann parallel zu den offiziellen Glaubensvorstellungen in Richtung über die Gnosis dann letztendlich auch manifestiert in einem Urvertrauen, in einer Verbundenheit über die Mystik. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernbegriff, über den ich gerne mit dir sprechen würde, weil du bist mit sehr vielen mystischen Lehrern gegangen. Du hast LaSalle erwähnt, du hast Wede Griffiths erwähnt, Raimundo Panica. Wir waren alle sehr eng. Ja, und da würde ich gerne von dir wissen, wie verstehst du den mystischen Weg und was hast du von deinen Lehrern mitgenommen? Also ich glaube, das Wort Myein kommt ja aus dem Griechischen, die Augen schließen und nach innen gehen. Ja. Alle haben die großen Weisheit-Traditionen studiert, was ich auch gemacht habe. Also nicht nur die christlichen Traditionen, sondern die fernöstlichen Dhammapada, Bhagavad Gita, Upanishaden. Und wenn du die ganzen Schriften mal verglichen hast, was ich auch gemacht habe in verschiedenen Sprachen, dann merkst du, dass im Kern alle gleich sind. Die Grundaussage ist immer die innere Quelle, die Urquelle, das Königreich Gottes in dir, der ganze Kosmos ist in dir. Ja? Alles andere darum ist Rankwerk. Ja. Es ist letztlich, je mehr du diese Schriften gelesen hast, mit einem inneren Schauen, wird dir klar, was sie eigentlich dir vermitteln. Sie vermitteln dir nur deinen Weg nach innen. Tatvamasi. Ja. Ja. Tatvamasi und Brahman, der Urgrund. Mhm. Ich meine, Brahma ist der Gott, aber Brahman ist der Urgrund.
das bist du. Du bist die Quelle selbst. Ja. Und das ist für die meisten nicht so leicht zu begreifen. Wenn du mit einem großen Lehrer gegangen bist, auch in der Unterhaltung, auch mit einem Paniker oder dem Griffes, hast du immer das Gefühl gehabt, du lebst in einer kosmischen Aura, mhm. ja, auch bei sprachlichen Unterschieden, die aber immer versöhnlich ist mhm. und nie ein Streit, selbst wenn du unterschiedlicher Meinung bist. Du kommst nicht in einen Disput. Ja. So, und Aura ist vielleicht ein besonderes Wort, wenn ich an Rupert Sheldrake denke, mhm. der ja bekannt geworden ist, die morphogenetischen ja. Felder, mhm. ja. Der war ja ein hochbegabter junger Biologe, ging nach Indien, nach Hyderabad mhm. in den Ende der 70er Jahre. Und da hatte ihm dann jemand gesagt, ach Herr Dr. Sheldrake, Sie sind ja Engländer, darf ich Ihnen mal einen Tipp geben? Ja? Fahren Sie mal nach Südindien, nach Tiruchirappalli mhm. Und besuchen wir mal den englischen Benediktinermönch, das ist ein großer, weiser. Sie sind ja Landsleute, Engländer. Ja, ja. Das wäre vielleicht mal eine interessante Begegnung. Fahren Sie mal ein Wochenende hin. So, also Rupert Sheldrake, den ich auch gut kenne, zwei Jahre älter als ich, macht sich auf den Weg von Hyderabad in den Süden, nach Tamil Nadu, und trifft den Beat Griffiths. Unterhalten sich, war ein interessantes Gespräch. Rupert Sheldrake bleibt 18 Monate in der Aura ja. von dem Griffes, ja. fährt nicht nach Hyderabad zurück, mhm. die waren schon entsetzt, wo bleibt der Mann, mhm. der Forscher, und hat in dieser Aura von B. Griffes die morphogenetischen Felder entdeckt. Mhm. Und sein allererstes Buch, Das schöpferische Universum, ja. mhm. ist ja B. Griffes gewidmet, mhm. ja. offiziell. Richtig, richtig. Ja. So, und dann habe ich ja... Und dann habe ich ja vor Jahren mit Rupert immer darüber geredet, und dann hat er zu mir gesagt, ach du, ich würde einmal ja ganz gern mit ihm mal öffentlich auftreten. Das wäre ja mein Lebenswunsch. Mhm. Ja. Ich glaube, 1992 habe ich ihn in Kalifornien getroffen. Ach, sage ich, Rupert, ich versuche das irgendwie zu organisieren. Damals konnte ich sowas noch. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ja. Ich war gerade mit Griffiths auf der Tour, er war nicht mit uns, ich war mit Griffiths auf einer Amerika-Tour, Chicago, San Francisco, überall. Und dann habe ich in München, Benediktinerkloster in der Stadt St. Bonifatius, am 29. September 1992, waren 800 Leute am Tag vor dem Heiligen Michael, habe ich einen Dialog zwischen Griffiths und Sheldrake ermöglicht, ja. Die haben auf einer Bühne über die Hierarchie der Engel geredet. Hm. Und das war für den Rupert Sheldrake damals ein Ereignis, weil er nie vorher mit ihm öffentlich, er wollte einmal öffentlich auftreten. Ne? Ja. Und dann habe ich aber vor einigen Jahren gesagt, warum hast du das nicht weiter vertieft? Hm. Er ist wieder auf die wissenschaftliche Ebene jetzt ein bisschen gekommen, ja. finde ich. Ja. Hat sich von der großen spirituellen Kraft eigentlich etwas distanziert. Mhm. Ja. Es wäre ihm besser bekommen, wenn er das, gut, ich habe es ja gemacht, ich habe das Erbe von Griffiths ja übernommen und habe gesagt, ich bringe es in die Welt mit Hindernissen, wie auch immer, aber es gehört in die Welt in meinen Augen, weil er der Größte ist aus meinen Augen. Mhm. Ich übertreibe das nicht, weil ich habe viele Leute erlebt und viele Leute erkannt. Mhm. Ich war ja auch mit dem Pater Vinny, der ja den Gandhi gut kannte, sehr eng befreundet, einer der ganz großen Jesuiten, der 60er in Indien war, die hat immer zu mir gesagt, der Beat Griffiths und Bhatt Manka, die waren die Größten. Ja, ja. Und wenn du dir heute Fotos anschaust vom Griffiths, die ich ja gemacht habe, mit 85 war, er strahlt von innen. Ja, und ja, hier ist der Punkt. Es gibt Leute, die leben von der Anstrahlung. Das sind die meisten Leute, die auf die Bühne gehen, die brauchen ja auch die Schlagerstars, brauchen die Anstrahlung. Ja. Kommen sie die weg, ist kein Licht mehr da, siehst du die gar nicht mehr, ja. Aber die meisten leben von der Ausstrahlung, die kommen von innen. Ja. Radiance nennt man das. Mhm. Und diese Radioaktivität, ja, also nicht der Atomkraft, sondern der spirituelle Radioaktivität. Die Ausstrahlung. Die brauchen wir. Ja. Du musst radioaktiv werden. Mhm. Das ist nicht, wir haben uns ja Atomkraftwerke in die Welt gesetzt, radioaktive,
das ist genau wie beim Corona, ja, nach draußen, weil unsere eigene Radioaktivität nicht entwickelt wurde. Ja. Wenn deine Strahlkraft, spirituell gesehen, entwickelt ist, brauchst du keine Atomkraftwerke draußen. Du bist ja radioaktiv. Wir haben unsere Radioaktivität aufgegeben zugunsten einer externen Radioaktivität. Ja. Und das müssen wir erkennen. Das ist in meinen Augen der größte Transformationsprozess, den wir jetzt spirituell gehen müssen, wirklich von der Raupe, Nimmersatt, zu mir Schmetterling. Und plötzlich bist du ja dieses ganze Guerilla los. Du bist ja befreit. Da bist du wirklich frei. Wie kommen wir in diese Freiheit, in diese Heilung? Das kann nur durch aktives Bewusstwerden deiner inneren Quelle sein. Du musst diese Quelle, die in dir ist, immer wieder betreten. Und das bedeutet nicht Meditation. Meditation ist schon ein aktiver Prozess, in die Mitte zu gehen. Ja. Es bedeutet, ich nenne ja, es Kontemplation. Kontemplation ist dann mit deinem inneren Tempel eins werden, ohne dass du etwas reflektierst. Das ist ein Abenteuer. Ja. Kontemplation ist in die nackte Wirklichkeit schauen, ohne sie zu bewerten. Dann hast du mit dem Horror Vakui zu tun, mit dem inneren Vakuum, mit der Leere. Und die Leere ist dann aber gleichzeitig die Fülle. Das erfordert auch Mut. Das ist ein, ja, das ist on the razor's edge, wie wir sagen, ja, ja. Auf der Rasierklinge, ja. Wo der Absturz genauso gegeben ist wie der Aufstieg. Ja? Ja. Aber heute würde ich zum Beispiel auch sagen, die Gipfelbesteigung ist die innere Gipfelbesteigung. Nicht, du musst nicht auf die höchsten Höhen, sondern musst auf die tiefsten Tiefen kommen. Deswegen bin ich auch gegen den Ausdruck vom höheren Selbst. Ich bin der Meinung, das tiefere Selbst ist die Lösung. Das tiefste in dir ist das größte Geheimnis, das Befreiung braucht. Du musst dein Kraftzentrum befreien. Der Geist in der Flasche gab es ja von Robert Louis Stevenson, das berühmte Märchen, ja. The Bottle Imp. Ja. Dieser Geist in dir muss befreit werden. Wir wissen zu wenig, was Geist ist. Wir reden von Geist und wissen es nicht. Wir meinen Seele. Die Seele ist ein Ambi, das ist eine 8-2 Seelen, wo in meiner Brust, hat Goethe schon gesagt. Ja. Die Seele ist eine ständige emotionale Bewegung. Ja. Der Geist ruht. Ja. Das ist die stillste Stille, die es gibt. Jenseits der Stille ist die höchste Stille. Ja? Und dieser lebendige Geist ist auch mein unsterblicher Wesenskern. Der stirbt nicht, wenn ich jetzt rein existenziell morgen physisch sterbe, bleibt dieser Wesenskern lebendig. Ja. Ja. Und damit, das hat mit Esoterik nichts zu tun. Nein. Das hat mit einer Erkenntnis zu tun. Wir leben ja im Glauben und nicht in der Erkenntnis. Die Gnosis ist ja verteufelt worden, auch in der Kirche. Die Gnosis, was Erkenntnis bedeutet, auch Wissen, ist rangiert immer über dem Glauben. Ich gebe es an einer ganz, also der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin, hat ja immer gesagt, die Erkenntnis ist wichtiger als der Glaube. Haben die Theologen gar nicht begriffen, weil die immer sagen, wir müssen glauben, glauben, glauben. Und Erkenntnis ist ja gar nicht, wird ja gar nicht gelehrt. Wenn ich in eine Show gehe eines Magiers, der bin ich begeistert von dem Zaubertrick. Muss ich ja glauben. So, jetzt erklärt er mir diesen schweren Trick. Das begreife ich für ein paar Sekunden, weil ich gar nicht in der Lage bin, das zu durchschauen. Ja. Ja? Also wenn er mir erklärt, habe ich wieder vergessen. Bei der nächsten Zauberschau glaube ich wieder, weil ich auf die Erkenntnisstufe ja gar nicht komme. Er gibt mir aber die Möglichkeit, erklärt mir ja mal einen von den Tricks. Die meisten können es gar nicht folgen. Nee. Wir sind nicht geschult, zu erkennen, weil wir auf Glaubenssätzen versklavt worden sind. Wir sind versklavt. Und die ganze Wissenschaft heute beruht ja auf irgendwelchen Glaubenssätzen. Selbst die Mathematik ist ja keine Erkenntnis, sondern beruht ja auf Modellen. Alles ist ja Modell, was ja in Ordnung ist. Ja, ja. Ich mache mir ein Modell von der Welt, ich mache mir ein Bild von der Welt, mache mir ein Modell. Aber das Modell ist nicht die Wirklichkeit. So, wir haben uns Bilder gemacht. Wir leben in einer Welt von Bildern. Und die Entbilderung ist die größte Aufgabe, die ich zu leisten habe, um in die Wirklichkeit zu kommen.
Ich meine, wenn wir die 10 Gebote Gottes, wenn sie überhaupt existiert haben, ernst nehmen, ja, dann heißt das allererste Gebot, du darfst ja kein Bild von Gott machen. So, ja. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns tausende Bilder gemacht, ab in christlichen Kirchen, die großen Maler, auch in den tibetischen Klöstern, Bilder. So, das ist Idolatry, das ist, sind Götzenbilder, die haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und da bist du wieder in diesem Bilderrausch, da bist du wieder in dieser Benebelung. Ja. Ja. Die Klarheit, das Erklären, die Illumination, es steckt ja alles da drin, so Licht zu machen, das heißt also, das Feld heller zu machen, damit Und wir verklären, wir beten Bilder an, ja. Aber wir beten uns selbst nicht an, ja? Also die Selbstanbetung findet ja nicht statt, was ich jetzt Self-Holification nenne, die Selbstheiligsprechung, die machen wir nicht. Wir verehren immer etwas, was außen ist, ja? Haben kein Innenbild. Und die Imagination, das Innenbild, habe ich nicht, ist keine Kultur. Wir haben, der Ortega y Gasset hat immer wunderbar gesagt, wir müssen den inneren Garten kultivieren. Den haben wir kultivieren ja äußere Gärten. Ist auch erlaubt. Schöne Parks, ja. Aber der innere Garten ist gar nicht kultiviert. Und der innere Garten bedeutet, einen Raum der Stille zu kreieren, wo ich wirklich mich zu Hause fühle. Da brauche ich keine Dekoration. Da brauche ich nichts. Ja, das wäre auch der Tempel. Also von Temenos, der eingehegte, wie der Garten, ne? der Raum, den ich mir selber schaffe, wo ich mich selber auch entdecken und finden kann. Und das ist ja das Interessante bei der Erleuchtungserfahrung, sage ich mal. Wir leben in zwei Welten gleichzeitig. Wir leben in einer raumzeitbedingten Welt. Jeder von uns nimmt diese Welt anders wahr und beschreibt sie auch anders. Das ist völlig legitim. Ja. Wir wollen aber ins jenseitige Paradies, was ja auch ein Irrtum ist, aber die andere Welt ist die raumzeitfreie Welt. Das ist der innere Tempel, das ist mein Heiligtum. So, um diesen anderen Raum zu betreten, brauche ich eine Brücke. Und die Brücke bedeutet Weisheit. Ich wechsle nicht von der einen in die andere Welt. Ich muss lernen, in beiden Welten gleichzeitig zu Hause zu sein. Ja. Und das Verbindungsglied ist die Weisheit. So, mein Klassiker ist ja die Jenseitsfalle, was ich immer wieder erläutere. Es kommt ein heiliger Mann an einen indischen großen Fluss und sagt zu dem Fährmann, bring mich mal ans andere Ufer, ans jenseitige Ufer. Ja. Der Fährmann sagt, ja, wunderbare Arbeit, freue mich, habe ich mal wieder einen Auftrag, habe ein paar Tage nichts zu tun gehabt. Auf der Mitte der Überfahrt sagt der Heilige, sag mal, hast du schon mal Bhagavad Gita gelesen? Weißt du, was Nirvana ist, Upanishaden? Nein, sagt er, ich bin der 7. Generation Fährmann, ich habe noch nie ein Buch gelesen, ich mache nur meine Arbeit, ich bringe die Leute mal vom einen Ufer zum anderen Ufer und zurück. Davon lebe ich. Das sagt der Heilige Mann, tut. Ich weiß nicht, ob du jemals ins Nirvana kommen kannst, ob du erlöst werden kannst, wenn du gar nichts weißt. Naja, sie kommen am anderen Ufer an, am jenseitigen Ufer an. Da sagt der Heilige Mann, verdammt nochmal, ich wollte doch am jenseitigen Ufer sein, jetzt bin ich am diesseitigen Ufer. Wo wir hergekommen sind, ist ja das Jenseitige. Fahr mich mal wieder zurück. Ja, sagt der Fährmann, wunderbar. Das machen die paar Mal hin und her. Weil jedes Mal, wo das eine Ufer betritt, war das andere Ufer. Und der Fährmann hat einen wunderbaren Tag gehabt. Ja? So. Letztlich kommt der heilige Mann zur Erkenntnis, dass diese beiden Ufer ja nicht zwei sind. Advaita. Ja, nicht Advaita. Dual. Ja. Du gehst nicht von der einen an die andere Welt. Du musst beide Ufer gleichzeitig erkennen. Und das nenne ich die raumzeitbedingte Welt erkennen und die raumzeitfreie, ohne Konzepte, ohne Bewertung. Aber du wechselst, es ist kein Transitus. Ich nenne es den Reintruitus in die größere Lebenswirklichkeit. Ja. Deswegen ist für mich der Tod, ich habe mit vielen Palliativmedizinern zu tun gehabt, Sterbebegleitung. Sterbebegleitung muss in welcher Phase auch immer Lebensbegleitung sein. Ich muss auch einem sterbenden Menschen sagen, ich begleite dich auf das Leben zu. Ja. Und das ist dann kein Übergang in eine andere Welt, sondern ist dann nur der,
der Eintritt in die Lebenswirklichkeit, die du möglicherweise vorher nicht erfahren hast. Mhm. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ja. Denn der größere Teil ist ja unsichtbar. Mhm. Das ist ja auch schon so ein uraltes Konzept. Wichtig. Ja. Du siehst es an der Traumzeit der Aborigines. Genau. Die quasi auch hinüber und herüber gleiten. Ja. Und du siehst es auch bei der klassischen Heldenreise, dass der Held, wenn er aus der Anderswelt zurückkommt, ja, ne, also schamanistisches Prinzip, du kommst wieder aus dieser Welt mit einem Preis, mit einer Erkenntnis zurück, der ist in der Lage, sich gleichzeitig in beiden Welten zu bewegen. So ist es. Und das ist genau, und das ist mein Anspruch heute, ja, also was ich auch ernst nehme. Ja? Also was bedeutet der nächste Schritt, den ich jetzt machen muss, ganz konkret? Dass wir lernen müssen, in diesen beiden Welten, die eine Welt sind, ja, 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 nicht zu wechseln, sondern gleichzeitig da zu sein. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Mhm. Und nicht die oder das andere, nicht alternativ, sondern wirklich gleichzeitig. Mhm. Und das ist die größte Herausforderung. Ja. Ja? Und dann betrete ich nicht andere Realitäten, sondern ich betrete die Lebenswirklichkeit. Mhm. Die Lebenswirklichkeit ist immer die viel größere, die Raumzeit frei. Mhm. Aber ein Teil davon ist meine raumzeitbedingte Realität, mit der ich ja jeden Tag verschieden klarkommen muss. Ja. Ob ich irgendwo hinfahren muss oder was weiß ich, erledigen muss, habe ich mit den raumzeitbedingten Dingen zu tun. Aber der raumzeitfreie Bereich ist das Paradies. Immer zu Lebzeiten. Ja. Und es gibt keine Lebzeiten nach dem Tode. Mhm. Deswegen bin ich auch so gegen diese ganzen, jetzt ist ja ganz nett, diese vielen Nahtodeserfahrungen, die heute so kommen. Mhm. Die Leute haben einen Prozess gemacht. Gestorben sind sie deswegen nicht. Die eigentliche Erfahrung ist, dass das Leben ewig ist. Mhm. Und sich ewig fortsetzt. Mhm. Ja. Und das ist evolutionär und da brauchen wir auch keine neuen Evolutionstheorien. Ich brauche nur die Erkenntnis, dass das Leben immer auf Ewigkeit angelegt war. Mhm. Wir haben nur im Rahmen von verschiedenen Epochen, von Aufklärung, von Rationalität, die übertrieben war, ja, durch Denker, die falsche Denker, ja, haben wir die Welt ja auch eingeengt, ja, analysiert, verstümmelt, ja, in kleine Gläschen gepackt, in die Schränke gestellt. Wir haben das Mysterium und deswegen komme ich auf die Mystiker zurück. Ja, ja. Die Mystiker leben vom Mysterium, vom Geheimnis. Mhm. Und das ist nicht etwas, was du, es ist kein Secret. Ja? Mhm. Das ist die offene, das offene kosmische Paradies. Aber das ist das Entdecken. Das ist Entdecken. Aufdecken. Ja, und wir leben ja von der Rediscovery, ja, der Wiederentdeckung. Also die Rediscovery der Welt, die Wiederentdeckung dessen, was immer schon war. Mhm. Wir erfinden doch die Welt jetzt nicht neu. Ja? Also was wir hier zutage treten, ja, was wir hier zutage bringen, ist das immer schon vorhandene Wissen. Mhm. Die Wissenschaftler bringen es nicht zutage. Ja? Ja? Die Wissenschaftler sind jetzt mit Zahlen, manipulierten Zahlen und mit, was weiß ich, von irgendwelchen Expertisen, verstricken sie sich jetzt in einen Streit, anstatt die Leute an die Urquelle des Wissens zu bringen. So kommst du auch nicht zur Weisheit. Sie kommen nicht zur Weisheit. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Wort Sapientia im Lateinischen. Sapientia kommt von sapere, schmecken. Mhm. Ja? Also Horaz hat schon gesagt, sapere aude, vage, weise zu sein. Richtig. Aber vage zu schmecken. Mhm. Und die Sapientia, das ist ein Genuss. Mhm. Ist ja ein Genuss. Sapientia ist ein Geschmack. Und für eine Sinneserfahrung. Zu den Sinn müssen wir wieder hin. Also zu der Emotio statt ausschließlich der Ratio. Die Ratio ist leider das Verhängnis. Ja. Also ich komme nicht. Also wir brauchen, wenn du siehst, wenn du große Künstler siehst, große Dirigenten oder die eine Partitur lesen können und aus 7 verschiedenen Sprachen eine Sprache machen können, das ist eine Hochbegabung. Wir brauchen aber auch für die normalen Menschen die auf einer anderen Ebene die gleiche kohärente Qualität. Hm. Ja? Also nicht jeder muss ein super Pianist oder ein großer Geiger, ein großer Dirigent sein, aber er muss autorisiert sein, in seiner eigenen Quelle leben zu dürfen, ohne dass er an Glaubenssätze weiterhin versklavt wird. Ja? Ja. Und was wir jetzt haben, ist ein modernes Sklaventum, das durch Panem et Circenses, Brot und Spiele funktioniert, durch große Unterhaltungen, die nach draußen führt,
und du wirst von dem inneren Reichtum, den du eigentlich in dir hast, wirst du entfremdet. Ja. Wenn ich mir die Welt ansehe, dann habe ich, wo ich ja eigentlich ein sehr optimistischer Mensch bin, ja, eine gewisse Hoffnungslosigkeit, weil du jetzt auch darüber gesprochen hast und da sind wir uns so einig, wir haben das alles in uns, es liegt doch alles vor uns, aber wir müssen in die Handlung kommen. Wir müssen uns selber auf den Weg machen. Aber das hat ja, Cicero hat dieses wunderbare Wort geprägt, dum spiro spiro. Ja. Ja. Mhm. Solange ich atme, hoffe ich. Ja. Also spirare und spirare hängen ja sehr eng zusammen. Ja. Ganz spannend. Mhm. Das heißt, die Hoffnung ist nicht eine Sache der Zukunft. Ja. Der Spiritus. Die Hoffnung ist eine Sache der Gegenwart, ja, des Atmens. Ja. Das heißt, solange ich atme, hoffe ich. Mhm. Atmen kann ich nur in der Gegenwart. Mhm. Ich kann nicht in der Zukunft atmen. Ja. Ja. Das hat Cicero sehr genial erkannt. Ja. So, wir wollen ja immer die Zukunft erfahren. Mhm. Wir müssen auf Ankunft. Mhm. So, wenn du diese drei Worte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja, nur mit dem Wort kommen, auf eine Ebene bringst, ja, dann hast du, die Vergangenheit ist die Herkunft, die Zukunft ist, was kommt, und die Gegenwart ist die Ankunft. Ja. Ja. So, im Englischen heißt es Arrival, Atripam, am Ufer ankommen. Da bist du bei deiner Geschichte. Ja, 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 klar. Aber dieses Ankommen bedeutet, mutig in der Gegenwart zu sein, präsent zu sein. Nicht immer auf morgen. Wir müssen in der Gegenwart lebendig sein. Ja. Doch nicht auf Zukunft. Morgen, ob ich morgen lebendig bin, weiß ich ja gar nicht. Ja? Das Geschenk der Gegenwart, also präsent, also Präsenz, die Gegenwart ist auch ein Präsent. Ja. Das alles in diesem Wort drin. Ein Geschenk. Präsenz, Präsent, alles. Unglaublich. Das ist ein Gift. Und wenn wir mit der Sprache wieder tiefer einsteigen, dann gibt sie uns so viele Antworten, ja, dass wir sagen, mein Gott, warum haben wir kein größeres Sprachbewusstsein? Ja? Also das ist, die Sprache ist auch so unterschiedlich, das englische Wort Gift, das Geschenk, im Deutschen ist es Gift, Poison, ja, ich meine, je nachdem, in welchem Sprachkreis du aufgewachsen bist, kann die Sprache dir Angst machen. Das Wort Gift im Englischen, was positiv ist als Geschenk, ist für uns angsterregend. Ja. Gleich geschrieben, gleich ausgesprochen. Aber ich habe jetzt an das Present gedacht. Ja. Ne? Das ist ja letztendlich auch das, was jetzt im Augenblick wirkt. Also du kannst in der Sprache unglaublich viele Wahrheiten entdecken. Und du kannst wirklich diese Weisheit durch die Sprache, diese Etymosophie, kannst du in so vielen Bereichen in deinen Alltag auch bringen. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe, ich habe immer wieder neue Worte, nicht entwickelt, sondern entdeckt. Ja. Also ich bin kein Sprachakrobat, wie das zum Beispiel Herr Sloterdijk macht, mit der Sprache kann ich es anfangen. Ja. Das sind willkürliche Sprachkonstruktionen. Ja. Meine Sprache, die ich entwickle, ist nicht willkürlich, sondern kommt aus einer Quelle, wo ich plötzlich entdeckt habe, dass das Sinn macht. Ja? Wenn ich jetzt das Wort zum Beispiel Konversation, dann tue ich mich gemeinsam etwas zuwenden. Ja? Also wenn wir jetzt eine Konversation machen, dann ist es eine gemeinsame Zuwendung. Konvertere. Ja. Ich das glaube, ist nicht Unterhaltung, es ist eine Zuwendung. Ja? Das ist uns, glaube ich, vortrefflich gelungen. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Mein lieber Roland, danke. Ich hoffe, wir setzen das fort. Ja, aber jederzeit gerne. Eine ganz, ganz spannende Reise, auf der wir uns bewegen, auf der wir uns alle bewegen. Gut. Das war's von Kaiser TV. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, wir haben euch inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.